Ja, hallo Olli. Hier ist das also das Tutorial eines nicht drehenden Diamanten, sondern eines fallenden Diamanten. Und wie man hier diese Glitzereffekte reinkriegt und vor allem das Farbspiel, zeige ich mal in diesem Tutorial. Okay. Ja, also man kann natürlich auch den Diamond, wenn man ihn nicht selbst modellieren will, müsste man hier unter File, User Preferences und dann hier unter Add-ons hier extra eingeben. Dann sind hier die extra Objects, das muss angeklickt sein, ne? Und dann findet man das, steht ja hier auch unter View Add Mesh Extra Objects, ne? Müsste angeklickt sein und dann auf Save User Preference, Save User Settings, damit das für später beim nächsten Blender Start auch erhalten bleibt. So, und dann habe ich diese Extra Objects, aber für einen Diamanten ist ja eigentlich schlecht, sage ich mal. Könnt ihr den jetzt aufrufen mit Add Mesh unter Basic Objects? Gibt es einmal ein Gem und ein Diamond. Wenn ich den mal aufrufe, mit GY hier rüber ziehe, dann sieht er so aus. Und der hat einfach zu wenige Reflexionsflächen, ne? Zu gleichmäßige, sage ich mal. Deswegen habe ich festgestellt, also um einem Cycles-Render das richtig darstellen zu können oder besser darstellen zu können, brauchen wir einfach mehr Reflexionsflächen. Ich lösche den deswegen mal und dann kann man auch sehr schnell selbst erstellen. Den Cube lösche ich auch mal und die Lampe vor allen Dingen auch. Die können wir in Cycles hier in diesem Fall auch überhaupt nicht gebrauchen. Delete. Und dann gehe ich mal mit 1 und 5 im Numpad in Front Auto und füge einen Cone hinzu. So, unter den Einstellungen hier, bevor die weg sind, stellen wir die auf 8. Und für die untere Fläche hier stellen wir auf Triangle Fan. Dann haben wir hier, wenn wir in Edit Mode gehen, hier so ein Triangle drin, ne? Okay. Dann drehe ich den mit R, Y, ne, Quatsch, wir sind ja in Front Auto, dann brauchen wir das Y gar nicht machen. Also R 180, wenn der andersrum ist. Gehen in Edit Mode, wähle den unteren Punkt nur an und schiebe ihn mit GZ hier so hin. Und dann wähle ich mal mit A alles aus oder diesen Punkt, den können wir auch gleich hier, wenn wir auf N gehen, damit der genau auf der Nullachse steht. Alles auf 0 setzen, genau. So. Dann mit A alles auswählen. Doppel A. Und dann subdividen wir den einmal. Mit W. Subdivide. Jetzt ist er einmal unterteilt. Und dann mit A alles abwählen. Gehe ich mal mit Z in den Wireframe-Modus. Und wähle nur die oberen Vertices hier aus. Mit B. Und mit E etwas extrudieren. So. Dann wählen wir uns nochmal mit hier auf Punkt Select den mittleren Punkt hier aus. Nur den oberen. Und sagen Steuerung und Plus, um einen Ring mehr zu bekommen. Und dann wieder nach oben mit GZ. So, und dann nochmal mit der Alt-Taste und rechter Maustaste gehalten, diesen Ring hier anwählen. Ja, ich gehe mal mit Z aus dem Wireframe-Modus raus. Na, aber wir können auch mit Z im Wireframe-Modus bleiben, mit A alles abwählen und nur diesen Ring auswählen. B. Und mit S ganz klein wenig vergrößern nochmal. So, und damit wir noch ein paar Spiegelflächen mehr bekommen, das wäre jetzt unser Diamant. Der hat hier nochmal einen kleinen Knick bekommen, ne? Damit wir nochmal ein paar Spiegelflächen mehr bekommen, gehen wir nochmal in den Edit Mode. Mit A alles abwählen, mit Z in den Wireframe Modus. Und gehen wir von oben. Wählen mal mit B
damit wir auch die Fläche hier unter oder den Vertices hier unter mitbekommen. Mit B immer die aus. Immer jeden zweiten eigentlich. So, auf 1 wieder Front Auto. Und jetzt sagen wir einfach SZ 0, Enter. Dann haben wir die jetzt zusammengefügt und haben hier nochmals Spiegelflächen bekommen, also Bruchflächen, wenn man so will. Ne? Vielleicht nochmal mit in den Wireframe-Modus gehen und mit diesen einzelnen Punkt hier unten anwählen und mit GZ noch ein bisschen höher ziehen. So. Hat er jetzt da, ja, der hat jetzt sein Ding behalten. Wir setzen jetzt mal den Punkt in die Mitte für den Rigid Body später. Ist das wichtig, dass der Drehpunkt in der Mitte sitzt. Also Tools, Set Origin to Geometry. Das ist er hier, ne? GZ wieder auf die untere Ebene zurück. So, ich gehe mal hier in Cycles Render jetzt. Und dann geben wir dem schon mal ein Material. Ich gebe ihm jetzt erstmal einfach ein Glasmaterial. Das nenne ich mal, oder ich nenne das mal Diamond. Glas. Wo ist Glas? Stelle ich jetzt mal auf volle Weißkraft. Und Diamant hat also einen Brechungsindex, einen Lichtbrechungsindex von 2,417. Machen wir mal 2,42. Ne? Da füge ich hier mal unter ein Plane, Create Plane als Boden. Das sollte hier auch direkt unter sein. GZ. Und mit S15 auf das 15-fache vergrößern. Und dann stellen wir mal die Kamera ein, dass sie von oben so kommt. Das Fenster müssen wir vergrößern. Mit N Lock Camera to View anklicken. N wieder weg. Und dass das Plane jetzt, dass unsere Kamera praktisch, wenn wir mal auf 1 gucken, ist unsere Kamera von hier oben, ne? Dass das Plane auf jeden Fall, der Horizont des Planes auf jeden Fall im Fenster bleibt. Für das Plane wähle ich jetzt erstmal ein ganz normales, diffuses Material aus. Nenne ich mal Boden. Und zwar einfach grau jetzt mal, um zu sehen, dass nicht von woanders jetzt irgendwelche Farbtöne kommen, sondern dass wir haben nur grau. Und das Environment, das stelle ich auch mal auf ein etwas helleres Grau einfach ein. So. Wir haben den ja ein Material, dem ja ein Material gegeben. Einfach Glas jetzt erstmal nur. Dann kopiere ich den mal mit Shift D. X. S. GZ. Vielleicht auch gleich ein bisschen drehen mit R. Shift D. X. Den drehen wir vielleicht wieder ein bisschen anders. Ja. Gehe ich mal auf 7. Shift D. Dahin hin. Ein bisschen mit R gedreht wieder. Shift D. Vielleicht mit S noch ein bisschen kleiner als der andere ist. Diesen können wir eigentlich auch noch ein bisschen verkleinern mit S. Shift D. Ups, jetzt muss ich sehen, dass er hier nicht durch das Plane geht. GZ. Und vielleicht nochmal Shift D.
Ist jetzt auch eigentlich noch nicht wichtig, dass er jetzt genau auf dem Boden liegt. Wir werden die sowieso nachher einfach runterfallen lassen, als Rigid Body. Alle haben das gleiche Material. Jetzt erstmal gehe ich mal auf Taste 7, Top Auto. Der Cursor ist hier noch in der Mitte. Create Plane als Lichtplane. Das mache ich mal mit S2 auf die zweifache Größe. Enter. Gehen wir mit Z in den Wireframe-Modus. Und mit 1 GZ. So etwa. Ja, Shift D. Hier so hin. Und mit S05 auf die Hälfte wieder verkleinern. Shift D. X. So, und dann gehe ich mal auf 1. R. Diese beiden kippen wir so ein bisschen hin zu den Diamanten. So, und dann kriegen die natürlich auch alle ein Material. Und zwar Emission. Emission links, rechts nenne ich das mal. Dann machen wir volle Weißkraft auf jeden Fall. Und eine ganz geringe Stärke, ich mache mal erstmal nur 2. Dieser bekommt das gleiche Material. Und diesem geben wir auch ein Emission-Material. Emission oben sind, nenne ich das mal. Auch volle Weißkraft, aber ruhig eine Stärke von 8 etwa. Oder 7, sag ich mal. So, wollen wir sehen, wie das jetzt gerendert aussieht. Das sieht jetzt erstmal so aus, total verpixelt auch, ne, weil wir hier auch überhaupt noch nichts eingestellt haben. Ich stelle mal das Sampling für Render und für Preview auf 50. Diese Pixel kriegen wir gleich anders weg. Ne? Jetzt kommt es ja darauf an, Lichtbrechung durch einen Diamanten. Man sieht ja immer diese Regenbogenfarben eventuell. Ne? Man kann das einmal machen, dass man hier oben jetzt lauter Emission-Felder hinbringt mit Rot, Grün und Blau. Oder man gibt das gleich auf den Shader rauf. Gehen wir in den Compositor. Material-Button. Das ist jetzt das Emission. Ich wähle mal hier einen Diamanten davon aus. Das ist ja im Moment sein normales Material. Glass-Shader geht auf den Output. Das verändern wir mal von der Farbe her in reines Rot. Also 1, 0, 0. Wenn wir hier mal reingehen, Renderit, haben die jetzt alle ein rotes Glas, wenn man so will. Den kopiere ich mal. Der hat jetzt einen IOR-Wert von 2,42. Und eine Roughness von 0. Die Roughness ist hier auch ganz wichtig. Shift D. Da machen wir ein reines Grün draus. Das ist 0, 1, 0. Und Shift D. Da machen wir ein reines Blau draus. Wie gesagt, RGB einfach. Ne? 0, 0, 1. Jetzt geben wir mal einen Add Shader ein. Shader, Add Shader, kein Mix Shader. Und adden die beiden. Das ist jetzt, glaube ich, auch hier im Cycles der Unterschied. Man sieht jetzt schon, Rot und Grün ist nicht gemixt mit einem Mix-Shader, sondern geaddet. Ne? Und das ergibt auf einmal diese Farbe Gelb. Ne? Noch ein Add-Shader, Shift-D. Und dann adden wir nochmal das Blau dazu. Und schon haben wir wieder ein weißes Glas im Grunde genommen, aber mit diesen Regenbogenfarben drin, ne? Die abgestrahlt werden. Und jetzt kommt es eigentlich nur auf die Roughness an. Wir können einmal den IOR-Wert von allen ein bisschen verändern. Also ich habe nachgelesen, 2,415 bis 2,419 ist eigentlich bei Diamanten der IOR-Wert. Ich bleibe mal bei 2,42, dann 2,43 für Grün und 2,4. Das sollte 2,43 sein, so. Und 2,44. Nun haben wir das jetzt mal so.
Und jetzt können wir an der Raffnitz noch bestimmen, welches mehr durchgestellt werden soll. Wir können den natürlich nur ganz gering jetzt machen. Wenn ich jetzt alle auf 0,001 setze, sieht man, es ist auf einmal viel mehr Rot da, ne? Was durchgestellt wird. Wenn er fertig ist mit Rendern, ist es allerdings auch wieder fast weg, ne? Und das ist das Schöne dabei. Grün und Blau ist jetzt von Rot überstimmt durch die Raffnitz einfach nur, ne? 0,001. Bei allen das gleiche erstmal, 0,001. Und jetzt haben wir wieder unsere bunten Lichter, die noch mehr abgestrahlt werden. Das ist erstmal das eigentliche Material. Das kann man jetzt noch ein bisschen im Nachhinein, wenn man jetzt fertig ist, fast die Roughness verändern oder auch nochmal den IOR-Wert leicht verändern. Dann gehe ich mal hier raus, in den Compositor, in den Default wieder. Und ihr seht, wir haben keine anderen Lichter. Aus dem Environment kommt nur ein hellgrau, ein mittleres Grau. Das Bodenplane ist auch grau. Das wird auch hier so teilweise durch die Transmission durchgestellt. Aber diese Farben kommen rein von dem Shader, ne? Ich gebe jetzt trotzdem nochmal auf das Environment statt diesem einfachen Grau ein Bild drauf. Ein Environment Texture. Open. Dann nehme ich mal dieses Kosmos-Bild. Das ist hier so ein aus dem Kosmos, aus dem früheren Tutorial mal. Einfach ein buntes Lila, Blau, alles drin eigentlich, ne? Sollte man auch auf dunkle Bilder achten eigentlich. Open Image. Jetzt wird das hier natürlich auch nochmal reflektiert, leicht. Wir gehen aber hier auf None Color und hier auf Mirrorball. Wird das eigentlich hier so im Preview so dargestellt, ne? So, und dann machen wir auch den Boden noch ein bisschen dunkler. Den Boden mal anwählen. Sein Grau, dann mache ich mal ein schönes Blau draußen, dunkles Blau. Aber wir sollten auf diffus bleiben, also kein Glossy hier dazu tun, sonst kriegen wir diese Pixel einfach nicht weggerendert, ne? So, das ist erstmal das. Ich gehe mal mit ZZ in den aus dem Renderit raus und mit B wähle ich die Male aus und das 7G hier rüber. Fallen sie aus einer gewissen Höhe einfach in die Mitte, ne? 0. So, sieht ja auch ganz gut aus. Den Rest kann man jetzt vielleicht nochmal mit der Kamera machen, ne? Der eine ist hinter dem genau liegen geblieben. Die liegen alle auf dem Kopf. Ist auch nicht so gut. Aber so wie ich von dem hier die Bounciness verändere, 0,3, fällt er wieder anders, ne? Das muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Jetzt bleibt er oberhalb liegen. 0,32. Er dreht sich immer noch rum, machen wir ihn nochmal 0,4. Sieht ja auch ganz gut aus, wenn einer oder zwei ein bisschen höher springen als die anderen. Der bleibt jetzt richtig rumliegen, der auch schon, der liegt auf dem Kopf und der auch, aber so soll es ja auch sein, ne? So, damit das Video nicht zu Ende ist und die sind immer noch in Bewegung, habe ich dieses Damping da eingestellt für alle. Die sind jetzt eigentlich schon stille, ne? Das ist ganz gut. Gucken wir mal, wann sie stille sind. So, ne? Ich sag mal 170 ungefähr. Machen wir das Ende auch auf 170. Und hier dann eben Rigid Body Cache auch auf 170. Und noch einmal Bacon. So, dann ist das jetzt auch drin, ne? Und den Rest muss man jetzt mit der Kamera, dass es vielleicht wieder in die Mitte gefahren wird, ne? Kann ich jetzt mal die Kamera auf I Lock Road fahre ich mal ab. Oder fahre hier fast bis ans Ende. Drehe die Kamera, dass das Plane aber immer
drin bleibt, ne? Vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Ne, das nicht mehr. So. I. Lock Rot. So, und jetzt fährt das so dem hinterher praktisch, ne? Jetzt bleibt das eine hier wieder ganz hinten hinter. Da müsst ihr die Kamera natürlich so drehen, dass sie vielleicht alle zu sehen sind am Schluss, ne? Okay, jetzt nochmal zum Rendern. Ich fahre mal hier runter. Nehmen wir mal so ein Frame hier. Und rendern den mal. Also wenn ich das als Bild rendern will, dann muss man wirklich um die 1000 bis 2000 Render-Samples machen. Sonst hat das keinen Wert. Sonst sehe ich immer noch irgendwelche Pixel und so weiter und so unscharf, Schärfe und so weiter. Für das Video habe ich das mit 500 Render-Samples gerendert und den Boden auf eine andere Ebene gelegt und etwas weniger gerendert. Dauert dann aber auch nochmal 10 bis 11 Stunden. Ne? Und ich kann ja nicht ein ganzes Video hier mit 1000 oder noch mehr Rendergängen machen. Ich rendere das jetzt trotzdem mal mit, ja, ich mache jetzt einfach mal für ein Video mit 500 Render-Samples, rendere ich das mal. 500. Stelle auch das Bildmaß gleich ein. Dann Light Path, ist wichtig. Full Global Elimination unbedingt, dass er alle Bounces mitbekommt. Und wir haben hier auf diesem diffusen, obwohl hier kein Glossy drauf ist auf dem Boden, nachher die Pixel, die Abstrahlpixel von diesem Glass-Shader drauf. Und da ist es am besten, wenn man den refraktiven Caustics abschaltet. Wenn man das nicht haben möchte, sonst kann man sich wirklich tot rendern. Auf Transparent. Dann den Boden mache ich mal mit M auf Ebene 2. Und dann müssen wir noch einen Render-Layer ein. Den nenne ich mal Diamant. Der soll nur die Ebene 1 rendern. Mit so viel Render-Samples, wie wir vorne eingestellt haben. Plus, das ist der Boden. Der soll nur die Ebene 2 rendern. Mit 50, sagen wir mal, für ein animiertes Video. Als Bild würde ich den auch genauso oft rendern wie die Diamanten, ne? So, dann rendere ich das mal, dann komme ich gleich wieder. Wir haben beide Ebenen eingeschaltet, das ist wichtig. Okay. Render. Bis gleich. So, ist jetzt fertig, hat mit 500 Render-Samples für die Diamanten und 50 Render-Samples für den Boden 1 Minute 53, also knapp 2 Minuten gebraucht, ne? Hier steht dann noch auf Diamanten müssen wir, der Boden wäre das, ne? Das muss jetzt natürlich kombiniert werden. Oder im Compositor auf den Render Result Button, Use Nodes. Das ist unser Diamant-Layer. Den kopiere ich mit Shift-D. Mache daraus den Boden. Und mit Add Color ein Alpha-Over hierzu. Die Diamanten kommen in den unteren und der Boden in den oberen Shader. Und hierauf gehalten einfach mit Shift und Steuerung und mit linker Maustaste kriegen wir einen Viewer dazu. So, Backdrop. So, das ist unser Bild jetzt. Warte mal mit V. Das ist natürlich jetzt durch die Videohöhe hier ein bisschen schlecht. Das ist unser Bild jetzt. Auf den Render-Layer Diamanten müssen wir natürlich noch diese Glare-Effekte draufbringen. Hier sieht man es, wie es aussieht mit 50 Render-Samples, ne? Und hier mit 500. Und als Bild sieht es wirklich erst gut aus bei 2000 Render-Samples. Samples, ne? Dann dauert das aber auch so 11-12 Minuten ein Bild, ne? Okay, jetzt gehen wir hier mal auf diesem Render-Layer mit Add Filter einen Glare-Effekt hinzu. Und zwar den Streaks. Da haben wir die Streaks hier schon mal drauf. Den habe ich jetzt ganz gern so auf 3
Dann ist das aber alles so abgelenkt, sieht das aus. Ich mache den lieber auf 5 Streaks, ne? Und dann müssen wir natürlich hier den Threshold noch einstellen, dass das nicht so weit abgestrahlt wird, auf 1.2 vielleicht. Und ein bisschen früher ausfäden mit 0,87 etwa. So, und dann haben wir unsere Diamanten eigentlich fertig. Das war's schon. Wir sehen keine Pixel mehr, wenn wir hier diesen auf dem Render-Layer unter Lightpath die refraktiven Caustics nicht ausgeschaltet hätten. Dann hätten wir hier alles Pixel auf dem Plane, ne? Die ich auch einfach nicht mit irgendwelchen Lightpaths oder sowas wegbekomme. Wir haben jetzt hier das Bild, habe ich ja schon draufgebracht in Cosmos, ne? Ja. Cosmos JPG ist drauf als Mirrorball. Ihr könnt irgendein Bildchen nehmen. Ich würde nur nicht eins nehmen, was sehr, sehr farbig ist. Also viel Himmel oder so. Dann wird das alles nicht mehr so schön aussehen, ne? Aber so ist es ja eine tolle Sache eigentlich. Und für den Boden, den habe ich jetzt nur mit 50 Render-Samples gemacht, könnte man hier noch einen Weichzeichner reintun. Mit Add Filter Blur. Den stellen wir auf Fast Gaussian. Und bei 50 Render-Samples braucht er eigentlich nur noch 0,25% jeweils relativ, ne, weich gezeichnet werden. Dann, falls hier mal so ein kleines Pixel denn drin ist, dann wird das noch mit weich gezeichnet. Oder ihr rendert den auch wieder mit den gleichen Render-Samples wie die Diamanten. Ja, so ist das eine tolle Sache, finde ich. Und vielleicht nochmal zum Verständnis, warum wird hier weißes Glas ausgestrahlt mit so ein paar bunten Sachen wieder, ne? Das kommt ja nicht aus dem Environment, sondern das haben wir ja gesehen, war ja vorhin alles grau und trotzdem waren diese bunten Sachen hier. Liegt also an dem Material, ne? Ich wähle mal so einen Diamanten an. Diese drei Farben. Der Computer kennt ja wirklich auch nur Rot, Grün und Blau, RGB. Die werden nicht gemischt, sondern geaddet, also hinzugefügt jeweils. Und dadurch bleibt eigentlich nur der Glasshader selbst übrig, ohne Farbe. Und anhand der Roughness können wir jetzt einstellen, wie stark diese jeweilige Farbe durchkommen soll, ne? Das müsst ihr einfach mal ausprobieren mit ganz geringen anderen Werten als ein anderer Shader von den drei Farben. Und ich kann auch noch mit den Sachen hier spielen. 2,4. Machen wir mal 2,4. 4 bei dem. Und beim Blau 2,4,6 ruhig. Ne, 2,4,6. Nicht zu weit auseinander. Dann habe ich wieder andere Farbspiele hier drin, ne? Aber die sind immer so gering, dass es auch wirklich noch aussieht wie ein Diamant. Wie ein Glas, wenn man so will, ne? Brillant. Ganz einfaches Set und ich war begeistert, als ich das so gefunden hatte im Web. Viel besser als wenn ich habe auch viel ausprobiert mit Emission-Lichtern hier oben, die da reinstrahlen. Dadurch kriege ich zwar mehr Kaustiken hier rein, wenn ich das unbedingt will, dann muss ich aber auch ja 2000, 3000 Mal rendern, dass das richtig ausgerendert ist. Das kriege ich dadurch besser zustande. Ich kriege hier keine Kaustiken zustande, ne? Auf dem Plane zum Beispiel. Mit dieser Materialeinstellung. Aber das will ich für das Video auch gar nicht haben, sonst müsste ich mich ja tot rendern. Okay, ich hoffe, es war von Interesse und bis zu meinem nächsten Video. Und tschüss.